Hallo Leute, ich gebe es mal zu, ich sehe heute richtig ramponiert aus, ich bin völlig abgekämpft. Dies war ja doch noch eine ganz schöne Hitze heute gewesen, obwohl es eigentlich auch ganz am Ende noch mächtig Gewitter gegeben hat für uns. War schon fast eine gute Abkühlung. Wir waren heute unterwegs gewesen mit den Luftfahrtarchäologen aus Finofurt. Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Kollegen für die Einladung und für die Bitte um Unterstützung. Das haben wir natürlich gerne gemacht. Und ihr werdet gleich im Anschluss die Bilder davon sehen. Das Ganze wurde vom RBB dann entsprechend mit dem Kamerateam begleitet. Die haben einen wunderschönen Bericht dann in der Abendschau gebracht, beziehungsweise Brandenburg aktuell heißt die Sendung. Den habe ich hinten rangehängt. Ich bitte da um Verzeihung, dass wir das übers Handy machen müssen. Wir können nicht den Live-Bericht original ranhängen. Das gibt rechtliche Probleme. Deswegen bitte um Verständnis für diese Version, dass die halt mit dem Handy aus dem Fernseher aufgenommen worden ist. War eine schöne Aktion. Wie gesagt, nochmal ausdrücklichen Dank an die Kollegen von der Luftfahrtarchäologie aus Finofurt. Mache auch Werbung hier dafür. Wir haben in 14 Tagen da draußen in Finofurt auf dem Flugplatz in Finofurt für die Leute mache ich da entsprechend auch einen Vortrag. Da ist das Landestreffen der Luftfahrtarchäologen und wer will, kann sich gerne auf dem Flugplatz umgucken. Ist eine tolle Arbeit, die die da leisten, möchte ich nur mal ganz kurz noch so erwähnen. Die Leute haben die Werbung sicher verdient, weil das Geld, was die da einnehmen, das geht auch garantiert wieder in die Forschung. Das ist wie bei uns im Bundesverband. In dem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen. Guckt euch die Bilder mal schön an. Am Ende, wie gesagt, der RBB-Bericht und ich freue mich auf die nächste Sache. Wir haben es noch nicht. Ja? Dass die im Ganzen irgendwo aufgeschlagen sind, das ist ja gerne selten. Das war die Arbeit. Alles geregelt bei uns. Ich schwenke es gleich, ja? Ist okay? Alles okay für mich, ich weiß ja, wie es funktioniert. Oh, sehr schön. Pack die doch, pack mal oben drauf, ja, dann weiß man, wie es funktioniert. Ja. Das ist die Zuführung, also sozusagen, der die Patronen zuführt zum. Dirk, nimmst du mal einmal bitte weg? Aber ganz kurz nur. Wir kriegen hier keine richtige Struktur rein. Du hast ja gesehen auf den Fotos, die ich da hatte, dass die Tragfläche, dass das nach außen immer schmaler wurde, bis es aufgehört hat. Ja. So, und das haben wir hier irgendwie noch nicht. Wollte ich jetzt auch sagen. Moment, dann räumen wir erstmal Zeug da weg. Ja, ja. Weiter nach unten. Die Sand an den Hängen und. Nur die erste weg vom Arbeitskommando können essen kommen. Jugendliche ausgenommen. Jugendliche zuerst. Ganz ruhig, mach ruhig. Nee, mach du. Nee, ich geh bloß drum rum. Ja? Blöd, mal hier so aufs Video mit drauf haben. Genau. Hat
gesteckt. Die Frage ist, steckt hier irgendwas im Sito, das uns sagt, dass es hier die tatsächliche Tragfläche rein ist? Wir haben keinen Beweis im Augenblick. Und die Gurtzuführung, die Walze, die hat wurde beim Sieben gefunden, ne? Ne, die Walze haben wir hier rausgeholt. Ja. Aber nichtsdestotrotz, das lag ja in dieser Schicht drin. Ja, ja. Das ist ja eindeutig verfüllt worden. Du weißt ja nicht, ob das jetzt hier reingeschmissen worden ist, weil schon jemand anders in der Hand hier hat vorher. Richtig. Das ist das Problem. Sammeln wir nachher alles weg. Und Knochen. Das ist verfüllt. Eindeutig. Und der gewachsene Boden, der geht irgendwo hier los. Da haben wir es. Einer runter, die Pfanne. IL-2. So könnte durchaus ein Filmtitel lauten. Im Mittelpunkt Piloten während der schwersten Schlacht im Zweiten Weltkrieg. Verschwunden in Brandenburg mitsamt der Maschine. Doch nichts ist da ausgedacht, denn im Landkreis Oder-Spree soll die Bergung eines sowjetischen Kampfflugzeuges beginnen. Über die Vorbereitungen berichtet Michael Lietz. Die genaue Stelle geheim, zu groß die Angst vor ungebetenen Schatzsuchern. Irgendwo im Wald bei Briesen treffen sich Hobby-Historiker und Archäologen aus ganz Deutschland, um das Schicksal einer sowjetischen Jagdfliegerbesatzung aufzuklären. Ich brauche irgendwie noch einen Befund außerhalb von dem eigentlichen Aufschlag. Also wir müssen gucken, wie der Boden außerhalb aussieht. Dann muss ich jetzt erstmal sehen, was ihr abgesteckt habt. Die Ehrenamtler und Grabungsleiter Hans-Günther Plöß aus Aachen säubern an diesem Wochenende erst einmal die Stelle, an der das Kampfflugzeug im Boden versunken ist. Später sollen Besatzung und Flugzeugwrack geborgen werden. Schon direkt unter dem Waldboden liegen erste Einzelteile, vor allem Munition. Wir haben das erste Mal im Herbst vergangenen Jahres hier mal nachgeschaut. Ja, da haben wir hier angefangen zu suchen mit den zuständigen Behörden und Leuten. Ja, festgestellt, hier liegt nur nicht mehr ein Flugzeug, da ist sogar noch ein Pilot erkennbar drin. Also, und dann haben wir natürlich sämtliche Behörden informiert. Und jetzt wird es kompliziert. Nun machen wir Schritt für Schritt und es dauert halt seine Zeit. Unterdessen sucht Christel Focken im Hauptberuf Historikerin mit einer Sonde das Gebiet ab. Sie ortet Metall und kann die genaue Lage des Flugzeuges bestimmen. Hey, hier ist es. Das Flugzeug ist vermutlich eine Iljuschin 2. Um den 10. April 1945 herum war sie in einen Luftkampf geraten, der tödlich endete für die zweiköpfige Besatzung, aber auch für den deutschen Piloten. Diese IL-2 sind in Kampfverbänden von 8 bis 16 Flugzeugen. Einzelne Stellungen in dieser Umgebung von Briesen, Lebus, Malno und diesen Ortschaften, die ja befestigt waren durch deutsche Wehrmacht, haben diese dann im Tiefflug angegriffen, bombardiert und mit Bordwaffen beschossen. Der deutsche Offizier Georg Bodenstein ist in Briesen beigesetzt. Bei der Aufklärung seines Schicksals waren die Luftfahrtarchäologen auf die Absturzstelle des sowjetischen Flugzeuges aufmerksam geworden. Langsam kommen erste Konturen zutage. Für uns ist noch nicht klar, weil wir haben ja da den Einschlagtrichter, ob das wirklich die Fortsetzung zum Beispiel von der Tragfläche ist oder ob das eine natürliche Struktur ist. Aufklärung 73 Jahre nach Kriegsende. Im Juli werden die Hobbyarchäologen weitermachen. Spannend.